Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück bei Hogwarts. Und es geht direkt weiter mit der Story. Nach weiteren Gelegenheiten offen, im Schloss und auch außerhalb. Sie hat einen Besen in der Hand, aber nicht zum Fegen, sondern zum Fliegen. Ich mag die Schlangen. Feuer. Podeste. Wow. Geht direkt auf wie die Snake. Lumos. Da geht mir doch ein Licht auf. Sorry für den Witz. Der musste sein. Idi. Das kommt gerade recht. Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Na endlich. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befinden sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und die große Halle. Aha. Wähle die Region Große Treppe. Große Treppe. Tada. In dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Grüne Flohflammen zeigen von dir entdeckte Flohflammen an, einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue Flohsamen markieren den Stand unentdeckter. Ah, okay, die muss man dann alle hinterher noch entdecken. Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Wähle die Region, können wir, und dann teleportieren wir uns bestimmt jetzt hin, ne? Professor Weasley hat für die Flohsamen der Haupthalle freigeschaltet. Nutze A und D, um die Karte zu drehen, und begib dich mit der Schnellreise dahin. So, wird gedreht. Also anklicken und dann geht's auch direkt dahin. Das ist cool. Revelio lässt nahe Gegner hinter... Oh, jetzt konnte ich gar nicht so schnell lesen, den Tipp. Ah, da. Hinter Elemente und Container deutlich aufleuchten, sogar durch Wände. Er zeigt außerdem die Fundorte nahe Revelio-Seiten an. Ah, okay. Also muss er öfters mal Revelio einfach drücken. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Schütz dich vor entfernten Blockieren, Angriff halte... Q gedrückt, um einen Stupor-Konter folgen zu lassen, der bestimmte Gegner kurzzeitig betäubt und Schildzauber bricht, außer auf Schwierigkeitsgrad schwer. Okay, also Q ist auch sehr, sehr cool. Ja, aber ich meine, die Ladebildschirme und so kann ich ja verstehen bei dem Game. Das Game ist so riesig. Das ist schon heftig. Aber man sieht, dass die da auf jeden Fall... Und das Spiel mit Liebe gemacht haben. Eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Von der Haupthalle aus gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Butterbier! Könnten Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen.
Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Ich würde gerne die dunklen Künste erlernen. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Dankeschön. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Da bin ich mir bewusst. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. So versiert, wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Ja, was ist jetzt richtig, ne? Ist man, wenn man sagt, ja, in der Tat, gibt man das zu, ist man dann gut oder das ist nicht der Fall? Was ist, ist man lieber, nee, als Bösewicht ist man ja lieber geheimnisvoll, ne? Es tut mir leid, Professor, aber ich fürchte, das ist alles. Professor Figge hat fast dasselbe gesagt. Wenn man vom Teufel spricht. Professor Figge, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens, denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Ja, Professor. Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer, dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Schön, man hat auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Der Professor ist noch da. Naja. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Sind Sie da etwa Professor Weasleys Verhör bezüglich unserer verspäteten Ankunft ausgewichen? Ich habe mein Bestes versucht, aber ich bin mir aber sicher, dass sie ahnt, dass wir ihr nicht die ganze Wahrheit gesagt haben. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Was haben wir denn? Achso. Jetzt, was denn jetzt? Jetzt drücke ich M und dann sollte ich Escape drücken. Okay. Ah ja. Ey, Moment. Da. Dieses Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Das Erledigen von Haupt bringt die Geschichte voran, schaltet auch neue Features frei und gewährt EP. Okay.
Einige Aufträge sind durch Zauber und Stufenanforderung gesperrt. In diesem Fall musst du die erforderliche Stufe haben. Ja, okay. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen von der Aufgaben. Ja, habe ich mir schon gedacht. Okay. Also wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Ich will auf jeden Fall erstmal... Ach, das ist Levioso. Das ist dieser Hochhebzauber. Und Accio ist hier Gegenstände wahrscheinlich. Achso, Schlösser knacken. Ne? Ja, wir machen erstmal hier, weil das einfach sich cooler anfühlt. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Sehr spannend gemacht. Willkommen in Hogwarts. Ja, verzauberte Kompass wirkende Zukunft wird dich zu allem führen, was du verfolgst. Schön. Auftragsprotokoll öffnen. Tada! Ne, ist alles. Ah, doch, hier sind wieder Ausrufezeichen. Genau, das sind die Missionen. Und was haben wir hier? Ah ja, Aufträge. Was ist das? Ah, da kriegen wir dann einen Handschuh. Legendäre Handschuhe, wow. Schließe Hauptaufträge ab. Naja. Das machen wir sowieso. Hauptaufträge abschließen machen wir. Okay. Also. Naja. So, jetzt wird das angezeigt. Und wenn ich so mache, dann geht das wieder klein, oder? Ja. Na gut, dann wollen wir mal. Achso, da fliegt doch was. Revelio. Was ist denn mit diesem... Oh, soll ich schießen? Was kann ich? Irgendwas muss ich doch bestimmt mit diesem Ding hier machen. Ah, da war es gerade anvisiert. Naja, damit auf jeden Fall schon mal nicht. Boah, es sind so viele Geheimnisse hier. Enthüllen. Okay. Passiert da irgendwas? Revelio. Okay, das ist... Ah, öffnen. Okay. Geht nicht. Kann ich irgendwas ändern hier? Ey. Nee. Ich kann ja auch nichts bewegen, ne? Kann ich nicht öffnen. Vielleicht muss ich dafür dann auch noch einen Zauber lernen. Aber ich gehe mal von aus, dass das hier... irgendeine coole Aufgabe ist mit diesen Tieren da. Okay. Aber ich kann nichts drücken, ne? Nee, nee. Muss ich bestimmt noch was lernen. Oder was ist die? Ach, guck mal, hier haben wir dann die Zaubertricks. Imperio, Crucio, Avacadabra, geil, da ist er. Ja, aber ja, nicht verfügbar. Tötet Gegner sofort. Bisschen brutal. Was haben wir hier? Okay, Feuer. Boah, so eine dicke, fette Kralle. Schaden. Reißt die meisten Zauberstäbe und Waffen weg. Bombarda, geil. Verursacht schweren Schaden. Das ist bestimmt so was wie Feuer, ne? Ja, cool, da können wir dann alles lernen. Na gut, ihr Lieben, das sieht ja schon fantastico aus. Dann gehen wir erstmal jetzt hier rein. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Okay, naja. So, hier haben wir den Weg. Boah, ein bisschen nebelig heute. Aber nur ein bisschen. Nebel, Nebel. Open the door, please. Wenn ich jetzt Revelio leer drücke, sehe ich dann irgendwas? Ach, guck mal.
Nein. Schloss. Krieg Sie ich sollten nicht. Wissen, Sie haben eine Rotznase. Sie haben eine Rotznase. Okay, ich muss also noch viel lernen, um hier alles machen zu können. Aber wir werden so gut wie möglich alles abschließen. Ist schon krass, dass ich einfach hier rumballern kann, hier mitten im Schloss. Ich baller einfach hier durch die Gegend. Ah, ist ja egal. Ich baller. Yeah. Okay, da können wir einen Schnelltransport. Können wir Flohflammen. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Flohsamen. Revelio. Aber gut. Dann mal rein. Dann lernen wir mal Verteidigung der dunklen Künste. Ist das alles? Warte! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wildererrazzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Ah ja. So, und dann geht's los. Da-da-da-da. Na komm. Das gibt dann nochmal Speed und zack. Schönes Ding. Coole Idee. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Welche Taste? Ich hau das Ding hoch. Ich hau das Ding an die Decke. Und dann aber geht aber. Basiszauber. Oh Mann, ey. Manchmal. So. Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so eindrucksvoll vorgab. Levioso! Gut gemacht! Levioso! Schön. Ey! Sehr gut. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Na, ich bin gespannt. Levioso, das ist gute Technik. Ich weiß. Es ist doch nicht dein erstes Duell. Ah, da muss man immer ein bisschen aufladen. Protego. Duell, was? Levioso. Zack, 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 zack. Oh, ich habe ihn direkt von der Bühne geballert. direkt. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Gar nichts eingesteckt. Er grinst und lächelt. Er freut sich. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Slytherin. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten.
Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Mach ich doch. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Genau. Na gut, das war genug. Jetzt müssen wir dann immer wieder hin und her. Also, müssen nur die Taste drücken, okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wenn du die richtigen Zaubersprüche... Gegen Professor Hagrid würde ich nicht antreten wollen. Ich schon. Okay, jetzt geht's wieder. Ja, manchmal ruppelt es ein bisschen, ne? Immer noch, komischerweise. Kann ich mit der reden, ne? Och, ich halte nicht viel von Duellen. Ich bin ein Freund. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Nein, war es nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Ja, geil. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werd's mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Geil. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Machen wir, ich hab voll Bock drauf. Den dann alten Fight Club. Ich habe zwar immer noch zu wenig Zauber, die wirklich gut sind für den Kampf. Oh, wir haben aber ein Level. Was kann ich jetzt machen? Da. Ach, das ist das hier. So. Ist das denn überhaupt das, was ich... Ich suche doch genau hier. So, ich habe jetzt Stufe 2. Herausforderungen. Ah, okay. Belohnung einsammeln. Okay, Inventar. So. Also, ne, da muss ich auf Ausrüstung. Handschuhe. Habe ich jetzt nicht gerade irgendwie was Legendäres bekommen? Das war doch ein Handschuh, oder? Oder muss ich das erst im Inventar? So, nochmal. Da. Schließe Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Legendärer Handschuh habe ich angefordert. Falls hier ein Profi ist und der kann mir dann gerne Bescheid sagen, wo das ist. Also. Stufe 2 bringt ja noch gar nichts. Da haben wir Sammlung. Da. Aha. Ja, ich will den auch einsetzen. Und nicht einfach nur... haben. Handbekleidung. Ah. Ich habe eher gedacht, dass wir den vielleicht dann haben. Den super Handschuh. Okay.
Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ich dachte, wir hätten den jetzt bekommen. Na gut. Ich will aber auf jeden Fall oder muss... Ne, da steht legendär, aber... Ja, ich würde gerne... Achso, Nebenaufträge sind jetzt verfügbar, werden angezeigt. Ja, das ist das bestimmt, ne? Mit diesem... Ja, Dulia Club. Auftrag verfolgen. Ja, das machen wir. Ob ich jetzt stark genug bin oder nicht, werden wir sehen. Aber ich will auf jeden Fall einmal kämpfen da. Ach, da jetzt Sammlung aktualisiert. Ist der jetzt erst drin? Ah, okay, immer noch nicht. Verstehe ich nicht. Ich dachte, wir hätten den jetzt. Herausforderung. Aber dafür sind die Dinger doch, ne? Dass man dann hier sowas einzusetzen hat. Belohnung für Erscheinungsbild der Ausrüstung. Legendäre Handschuhe. Ja, und dann haben wir die hier bei Sammlung. Ist er ja drin. Okay. So. Oder muss man das irgendwie, wenn man dann hier drauf geht, das nochmal ändern? Erscheinungsbild. Ach so. Und das ist jetzt der. Der war das hier, ne? Ach so, das ist nur so der Erscheinungsbild. Und dann hat dabei jetzt keine Wirkung oder so. Das ist jetzt nur optisch. Ach, okay. Alles klar. Alles klar, dann verstehe ich das. Hier ist der Tisch. Nee. Okay. Wir gehen jetzt fighten. Ich weiß nicht, ob ich gewinne. Wir gucken mal. Wir latschen. Ne, müssen da hoch, runter, ne? Ich könnte mich jetzt natürlich auch Schnellreise machen, bestimmt irgendwie. Aber ich will auch ein bisschen das Schloss hier kennenlernen. Um einfach ein bisschen zu sehen, was hier so Sache ist. Alter, wir rennen ja durch wie die alten Pumpernickel. Ja, die Bridge. London Bridge. Schön sieht das aus. Okay. Eieiei. Wenn das dann nachladen muss, ne, dann ist das immer so ein bisschen. Na komm, mach die Tür auf. Wow, was ist denn jetzt? Jetzt hat sich gerade... Ja, Brax, nicht schon wieder. Erlaubt, in jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves. Ich bin spät dran. Nicht aufhalten. Das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu. Ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Sau witzig gemacht. Dass die Geister noch die Leute hier nerven, ne? Das ist ja cool. Das ist echt cool. Ne, wir müssen hier durch. Gibt auf jeden Fall noch so viele Geheimnisse. Aber kämpfen, vielleicht bringt das ja was. Ah, hier ist wieder so eine. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Haben wir aktiviert. Sehr gut. Wir gucken mal, ob es klappt. Ich weiß es nicht. Kann ich dir helfen? Aha, hier. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ich hab wohl ein Händchen fürs Duellieren. Dann bist du hier richtig. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht.
Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ich mache es. Kann sein, dass ich vielleicht auch verliere, weil es natürlich dann schwer wird. Vielleicht wollen die auch, dass man erst später dann gewinnt. Ich weiß nicht, ob man dann noch mehr Zauber lernen muss. Aber ich probiere es auf jeden Fall. Ja, ich trete an. Fantastisch. Macht auf jeden Fall Laune bestimmt. Möge das Feuerwerk beginnen. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe keine Ahnung. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Aha, 2 gegen 2. Okay, dann gucken wir mal. Ah ja, da steht was. Durchbreche gelbe Schilde mit Kontrollzaubern. Wieder Leviosa-Zauber. Ja, ich probiere. Leviosa! Contango! Protego! Ah, okay. Haben wir schon mal hochgeballert. Leviosa! Ah, da hinten ist noch einer. Genau. Jawohl. Hauen wir erstmal ordentlich drauf. Ja. Leviosa? Na komm. Luma! Descendo! Ha, ich hab geblockt. Okay, die haben wir gleich. Leprotego! Jawohl. Sehr cool. So könnte ich mich nie. Ich glaube, die haben uns nicht einmal berührt, ne? Ja. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Es dauert etwas, diese Duelle zu organisieren. Komm später wieder. Dann habe ich vielleicht etwas für dich. Mm. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Geil. Sau cool. Gekreuzte Stäbe hört sich auch geil an. Bisschen von Ghostbusters, ne? Niemals die Stäbe kreuzen. Kann ich jetzt schon wieder? Ne, er ist ausgeschalten. Hab ich denn hier irgendwas wieder? Hier habe ich was. 2%. Ah, hier unten. Schließe neben belesene Halbrandbrille. Belohnung für Freischaltung. Ist aber noch nicht. Ja. Ist schon gleich wieder. Die Zeit ist schon gleich wieder rum. Revelio. Da ist irgendwie wieder was. Irgendwas ist immer mit den manchen Sachen hier. Revelio. Da ist ein Schloss. Kann ich das öffnen? Boah. Ich bin viel zu schlecht. Hier komme ich auch noch nicht raus. Okay. Da können wir uns hin teleportieren. Das machen wir auch. Halte auf dem Weg zu deinem Ziel nach Floß. Flammenausschau natürlich, um die kurzen Wege und alles zu vereinfachen. Zu verkürzen. Kriegen wir hin. Denke an die Werkzeuge, die dich beim Finden deiner... Ich glaube, jetzt die nächste Mission ist sogar, glaube ich, Schlösser knacken. Ne? Müssen wir dann hinterher sowieso jede Nebenmission machen. Damit wir halt auch umso stärker werden. Halleluja. Ja, der Ladebildschirm ist jetzt gerade nicht so mein bester Freund. Aber es funktioniert. Schöne Kombos ausführen. Ist cool. Hochheben, wegkicken. Dieser Schutzzauber ist auch richtig cool. Muss man auch manchmal auf gut Glück immer drücken. Riesige Knochen. Oh ja. Grafisch schon richtig schön. So, dann wollen wir mal. Habe ich das Ziel hier nicht verfolgt, Hammer? Ah, so muss ich das machen. Okay. Jetzt läuft's und sieht's wieder richtig schön aus, ne? Ja, schon ein besonderes Spiel. Oh. Wahrscheinlich wird es auf der PlayStation vielleicht sogar noch besser laufen. Aber ich weiß, ich kann nicht aufnehmen über die PlayStation. Ich mache das alles über den PC.
Vielleicht eines Tages kriege ich das auch nochmal hin. Oh, eine Katze. Wir gehen einmal kurz zur Katze. Süß. Naja, ich bin zwar ganz böse, aber eine Katze streichen wir trotzdem. So. Da, da, da. Geht. Oh. Da ist doch schon wieder irgendwas. Rebellion. Irgendwas wird doch schon wieder angezeigt hier. Wahrscheinlich oben drüber, ne? Da ist auch eine Kiste. Ja, ich muss unbedingt Schlösser knacken lernen. Sonst bringt alles nichts. Okay, hier ist die nächste Mission. Dann würde ich sagen, meine Lieben, machen wir hier einen Cut. Ich bedanke mich, dass ihr wieder am Start gewesen seid. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wenn es heißt Magic. Aber sowas von Magic. Ja, ich will über speichern. Ah, wir müssen hier gedrückt halten. So ist brav. Und dann zaubern wir weiter. Dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Revano und ciao.